Wenn man die Welt bereisen will, will man natürlich so weit wie möglich von zu Hause weg. Aber warum? Wir haben einen wunderschönen Kontinent und wir können durch alle 28 EU-Länder frei reisen. Darum werden wir dieses Jahr alle 28 EU-Länder besuchen und das werden wir unter anderem musikalisch machen. Die schönsten Orte werden wir sehen und wir empfangen tolle, tolle Gäste. Unsere Reise startet jetzt, also ihr könnt gespannt sein. So schön klingt Europa. '91 wurde dieses Land unabhängig und seit 2014 ist es Mitglied der EU. Viele Holländer und auch viele Deutsche reisen seit Jahrzehnten Richtung Küste in dieses Land, wie zum Beispiel nach Dubrovnik, Pula oder Zadar. Ich bin in Hrvatska auch Kroatien genannt. Tja, und meine Reise startet in Plitvice. Das Nationalpark liegt ungefähr 2 Stunden von Zagreb und ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit von Kroatien. Vor etlichen tausend Jahren bildeten sich an den Hängen der Berge kleinere Seen, die nach und nach den Boden auswuschen und immer weiter wuchsen. Weiter unterm Hang spülten das Grundwasser Höhlen aus, doch das von den oberen Seen herunterlaufenden Wasser weichte den Boden auf und die Höhlen stützten ein. So entstand eine einzigartige Seenlandschaft, bei der die oberen Gewässer einen Basaltboden, die unteren einen Kalksteingrund haben. Lange Zeit blieb dieses Naturmonument von den Menschen unbemerkt. Erst im Jahre 1852 wurde die erste Hütte auf dem Territorium des Naturparks errichtet. Wenn man durch diesen Naturpark läuft, kann man verschiedene Routen laufen, von A bis K. Und wir laufen Route B, und die dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden. Und das Schöne davon ist, man braucht nicht ganz rumzulaufen, weil das sind ungefähr 21 Kilometer, das ist die Garroute. Wir laufen nur 4 Kilometer ungefähr und ab hier können wir ein Boot nehmen und da können wir schön auf dem Wasser unsere Ruhe genießen hier in Plitvice. Direkt am Adriatischen Meer gelegen und mit 1244 Inseln bietet Kroatien eine vielfältige Auswahl an herrlichen Stränden und einem türkisblauen Meer. Aber auch geschichtsträchtige Städte mit historischen Relikten könnt ihr in Kroatien entdecken, wie zum Beispiel Zadar, Dubrovnik oder Split. Ich bin in Zadar angekommen, eine kleine Stadt an der Küste von Kroatien mit 83.000 Einwohnern, aber trotzdem viele Sehenswürdigkeiten. Die werde ich morgen erst besuchen. Die Sonne geht jetzt langsam unter. Wir waren ja den ganzen Tag auch unterwegs und ich bekomme natürlich auch ein bisschen Hunger. Und Zadar ist bekannt um seine Restaurants und Bars. Und Kroatien natürlich um sein hervorragendes Essen. Das kann nur Gutes werden heute. Die alte Stadt Zadar gilt als das Eingangstor zu Dalmatien und sie befindet sich im Süden Kroatiens. Das Seebad liegt idyllisch auf einer Halbinsel durch einen Wassergraben vom Festland getrennt und blickt auf eine über 3000-jährige Geschichte zurück. Wie in fast jedem Land im Balkan ist die Hauptspezialität etwas Gegrilltes und ich habe mich für das Steak entschieden.
Nach einem Abend voller Mixed Grillplates und Slivovitz sind wir frisch und munter. Die Sonne scheint, also ein perfekter Tag. Wir werden heute die Stadt erkundigen. Zara wurde früher auch Zara genannt, weil die Stadt italienisch war. In den letzten 200 Jahren gehörte die Stadt zu Österreich, dann mal wieder zu Napoleons Frankreich und in 1920 wurde die Stadt wieder italienisch, weil die Einwohner hier italienisch waren, also die meisten Einwohner. Im Zweiten Weltkrieg flüchteten die Italiener Richtung Italien und in 1947 wurde die Stadt jugoslawisch. Ich werde mir noch ein bisschen die Altstadt anschauen. Zara ist übrigens nicht so groß. Man kann alles in einem Tag sehen, also perfekt für einen Tagesausflug. Ich weiß nicht, was ihr immer so mitnimmt in Urlaub, aber so ein Andenken, kleines Souvenir, mache ich immer einfach ein ganz normales Magnet. Ich habe, glaube ich, schon 100 Stück, weil ich ja so viel reise. Und ich werde auf jeden Fall am Ende unserer Europa-Tour werde ich euch mal zeigen, wie viele Magnete ich mitgenommen habe. Und ich suche mir jetzt was aus. Und die sind, finde ich, mega cool, weil die sind aus Holz, einfach handgemacht. Und das finde ich immer schön, weil das hat irgendwie so einen Mehrwert, weil das echt nicht aus China kommt, aber echt hier aus Zara. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Machthaber. Römer nannten Zadar ebenso ihr eigen wie Byzantiner. Und auch unter der Herrschaft des ungarisch-kroatisch-Königs stand Zadar einst. Ebenso wie es zu Österreich und Italien gehörte. Römische Baudenkmäler reihen sich an wunderschönen Gebäude aus dem Mittelalter. Aber auch moderne Sehenswürdigkeiten sind hier zu finden. Wie die beeindruckende Meeresorgel. Dein goldenes Haar, smaragdgrüne Augen. Ich war bis heute Realist, doch seit ich dich sah, ist nichts wie es war. In deinen Armen will ich träumen, will mit dir tanzen durch die Nacht. So eine Traumfrau wie du verdreht mir den Kopf, lässt mir keine Ruhe. My love, schlaf ich heute Nacht nicht ein. My Lady Moonlight, du, ich träum mich einfach in dein Herz hinein. Are you lonesome tonight? Ohne dich, my love, war ich heute Nacht nicht heim. Mitten ins Glück, verzauberst die Welt und machst mich zum Träumer. Machst meine Sinne verrückt und auch mein Verstand verliert den Verstand. Ein Sternenmeer in deinen Augen, dein schönstes Lachen silberhell. So eine Traumfrau wie du liegt in meinem Arm, der Mond sieht uns. Schlaf ich heute Nacht nicht ein, my Lady Moonlight. Du, ich träum mich einfach in dein Herz hinein. Are you lonesome tonight? Ohne dich, my love, war ich heute Nacht nicht ein, my Lady Moonlight.
Kroatien ist das Land für den perfekten Sommerurlaub, auch wenn man hier mit einem Kreuzfahrtschiff ankommt oder man fährt hier mit dem Camper runter. Man kann hier einfach einen super Urlaub verbringen. Ich werde Kroatien jetzt verlassen und schwimme jetzt zum nächsten Land. Bis zum nächsten Mal. Ahoi!